Das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde jahrelang von einem Mann geführt, der heute in ultrarechten Kreisen verkehrt und Verschwörungstheorien teilt. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen? Heute geht es hier um den Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen und darum, wie er tickt. Und Spoiler, das sagen ExpertInnen über ihn. Was er tut, ist gefährlich, das schadet einer Demokratie und da muss sich gerade auch eine Gesellschaft, aber vor allem auch die Partei der CDU mit auseinandersetzen. Das kann man nicht einfach so passieren lassen. Ihr merkt schon, heute wird es richtig heftig. Aber bevor wir richtig in Verschwörungstheorien eintauchen, erstmal schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Viktoria und herzlich willkommen bei Die Spur. Einer, der in diesem Zusammenhang immer wieder für Schlagzeilen sorgt, ist Hans-Georg Maaßen. Und wenn ihr euch jetzt gerade fragt, wer war das nochmal? Hans-Georg Maaßen war bis 2018 Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ihr wisst schon, dieser Mann mit der kleinen, runden Brille. Mittlerweile ist er Vorsitzender der Werteunion. Und das ist ein eingetragener Verein, der von sich sagt, den konservativen Markenkern der CDU-CSU zu vertreten. Aber die CDU-CSU oder zumindest große Teile distanzieren sich von diesem Verein. Sie sagen, die Werteunion sei zu konservativ, zu populistisch, zu rechts. Das ist schon krass, oder? Im Februar dieses Jahres hat die CDU sogar ein Parteiausschlussverfahren gegen Hans-Georg Maaßen eingeleitet. Das läuft aktuell auch noch. Mich wundert das überhaupt nicht, wenn ich mir angucke, mit was für Schlagzeilen Hans-Georg Maaßen in den letzten Jahren für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Und auch auf Twitter polarisiert er immer wieder mit Aussagen ganz weit außen am rechten Rand. Unsere ReporterInnen haben sich Hans-Georg Maaßen mal genauer angeschaut und geguckt, wer ist dieser Mann, der 6 Jahre lang das wichtigste Amt im Verfassungsschutz innehatte? Und welche politische Gesinnung hat er? Um das rauszufinden, haben die sich auch mal sein Twitter-Profil genauer angeschaut und analysiert. Lass uns mal einen Blick drauf werfen. Mit diesem Analyseprogramm kann ich sehen, mit welchen Accounts Maaßen besonders oft interagiert und welche Links er teilt. Ziemlich viel von Bild.de, von YouTube, von Welt.de, von NZZ. Und dann kommen aber auch schon Tichys Einblick und Alexander Wallasch. Und er retweetet sie auch sehr häufig. Unter den am meisten retweeteten Usern ist auch Boris Reitschuster. Der Journalist ist bekannt für Desinformation zu Corona. Roland Tichy betreibt ein rechtspopulistisches Meinungsportal. Alexander Wallasch zweifelt den menschengemachten Klimawandel an. Maaßen selbst nimmt auf Twitter kein Blatt vor den Mund. Der Mann, der als Verfassungsschützer entschied, wer als Extremist eingestuft wird, schreibt heute: Die Grünen sind eine zum Teil extremistische Bestrebung. Dass die Woke-Ideologie verfassungsfeindlich ist. Schlimmer als Verschwörungstheoretiker sind die Verschwörungspraktiker und die Verschwörungsleugner. Schlägt sich Maaßen nun auf die Seite der Verschwörungstheoretiker? Maaßen hat mal gesagt, ein Tweet, das ist für ihn sowas wie eine Pressemeldung. Da denkt man zweimal drüber nach, wie man das formuliert. Deswegen lasst uns das mal ganz genau anschauen. Dafür habe ich mir Verstärkung geholt. Hanna Poloschek ist Sprachwissenschaftlerin und hat sich auf verschwörungstheoretische Muster in Texten spezialisiert. Sie hat sämtliche Tweets von Maaßen daraufhin untersucht. Bei einem geht es um die Frage, warum Flüchtlinge nach Deutschland gebracht werden müssen. Ein Seenotretter schreibt dazu, es werde in Deutschland irgendwann keine Weißbrote mehr geben, weil ihre Nachkommen sich für einen Partnerin entscheidet, der nicht weiß ist. Ich unterstütze das mit meiner Arbeit. Maaßen zieht daraus seine eigenen Schlüsse und schreibt: Wir können dankbar für Herrn Steyer sein. Er fühlt sich so sicher, dass er ausspricht, was die treibenden Kräfte im politischen medialen Raum als Stoßrichtung haben: eliminatorischer Rassismus gegen Weiße. Eliminatorisch. Dieses Wort wird in Deutschland sonst im Zusammenhang mit dem Holocaust verwendet. Damit verbunden relativiert er oder setzt er die Singularität der Grausamkeiten des NS herab. Hier sehen wir mit eliminatorischer Rassismus gegen Weiße einen antisemitischen Code, der damit reinspielt, verbunden mit der Verschwörungstheorie, dass durch Migration die deutsche Bevölkerung ausgetauscht werden soll. Maaßen bestreitet, dass er ein Verschwörungstheoretiker oder Rassist sei. Doch in mehreren Tweets schreibt er von Rasse, wettert gegen Globalisten, ein weiterer antisemitischer Code. Wie wichtig ist Sprache für Hans-Georg Maaßen? Es ist ein zentrales Mittel und er schürt damit Misstrauen in Grundprinzipien
unserer Gesellschaft. Ganz schön krass, was der da twittert, oder? Er verbreitet rassistische Narrative und krude Verschwörungstheorien. Und man muss sich mal vorstellen, Hans-Georg Maaßen folgen auf Twitter mehr als 140.000 Menschen. Er erreicht also eine ziemlich große Menge an Menschen, die das lesen und das dann potenziell auch einfach so glauben. Ich meine, durch sein ehemaliges Amt hat er ja auch eine gewisse Reputation. Der ein oder die andere denkt sich wahrscheinlich, naja, was der Maaßen sagt, das wird schon stimmen. Ist aber eben nicht so. Und wir müssen auch nicht einfach alles glauben, was uns da vor die Nase gesetzt wird. Aber wie schwierig ist es denn eigentlich, Verschwörungstheorien zu erkennen und auch zu entlarven? Und was mache ich, wenn Menschen in meinem Umfeld solchen Theorien Glauben schenken? Das will ich hier heute herausfinden. Und damit ich das nicht alleine machen muss, habe ich mir eine Expertin an die Seite geholt. Pia Lamberti ist die Expertin in Deutschland, wenn es um Verschwörungserzählungen und Desinformation geht. Sie ist Sozialpsychologin und forscht seit vielen Jahren zu diesen Themen. Ich will erstmal von ihr wissen, was eine Verschwörungstheorie überhaupt ist und welche Mechanismen dahinter stecken. Es gibt unterschiedliche Definitionen, was genau eine Verschwörungstheorie, Erzählung, Mythos eigentlich ist. In der Psychologie arbeiten wir mit einer Definition, dass es darum geht, dass die da oben, also Gruppen, die man als mächtig wahrnimmt, einen geheimen Plan hätten, mit der sie der Gesellschaft schaden wollen würden. Wer sind denn die Menschen, die solche Verschwörungstheorien verbreiten und was wollen die eigentlich damit erreichen? Es gibt zum einen die daran glauben, die wirklich das glauben, was sie verbreiten und meinen, sie würden damit vielleicht sogar was Gutes erreichen, obwohl es eigentlich ja viel Hass und Hetze ist, die dann eben über Telegram, Twitter oder Instagram verbreitet wird. Dann gibt es die, die damit politische Ziele erreichen wollen, die zum Beispiel die Demokratie abschaffen wollen, die einen Systemsturz erreichen wollen oder jetzt im Falle von Russland zum einen die Solidarität mit der Ukraine schmälern, aber eben auch westliche Demokratien zu destabilisieren. Und dann gibt es Leute, die haben ein finanzielles Interesse. Die verkaufen Produkte, angebliche Heilpräparate, Nahrungsergänzungsmittel oder so Prepper-Geschichten, dass man für den Weltuntergang vorbereitet ist. Und ganz oft hat man aber so eine Mischung aus allen drei. Also Leute, die daran glauben, die aber auch ein politisches Ziel haben und dann aber auch verstanden haben, naja, da lässt sich ja auch Geld mitmachen. In welche dieser Kategorien fällt denn Hans-Georg Maaßen? Hans-Georg Maaßen kann man auf jeden Fall sagen, er verbreitet Verschwörungserzählungen, er verbreitet Rassismus, er verbreitet Antisemitismus und zwar ja auch wirklich brandgefährliche Narrative. Fabuliert von irgendwelchen Rassenlehren, sieht die aktuelle Regierung als linksradikal, verbreitet ja auch viel gegen Medien und gerade gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also diese Lügenpresse-Narrative. Was davon genau er wirklich glaubt und wo er es vielleicht auch einfach tut, weil er weiß, damit kann er Reichweite erzielen, das können wir nicht sagen. Aber was wir sagen können ist, was er tut, ist gefährlich, das schadet einer Demokratie und da muss sich gerade auch eine Gesellschaft, aber vor allem auch die Partei der CDU mit auseinandersetzen. Das kann man nicht einfach so passieren lassen. Okay, das sind ziemlich deutliche Worte. Verschwörungstheorien können uns also echt gefährlich werden. Und wir als Gesellschaft haben eben auch die Pflicht, uns damit auseinanderzusetzen, sagt Pia. Und das will ich jetzt machen. Ich will einmal versuchen, so eine Verschwörungstheorie selbst zu entlarven. Vorher hole ich mir dafür aber noch einen letzten Tipp ab. Wie kann ich denn jetzt überhaupt erkennen, ob ich es mit einer Verschwörungstheorie zu tun habe? Gibt es da irgendein Wording, auf das ich achten kann? Wenn man Texte liest, in denen Dinge extremst aufgebläht werden, ne? Die da oben, die wollen uns alle belügen, da würden bei mir immer die Alarmglocken angehen und ich würde wirklich nochmal schauen, was ist denn eigentlich die empirische Grundlage, auf was basiert das denn eigentlich? Ganz häufig gibt die Zahlen das dann gar nicht her, dann wird sich auf irgendwas bezogen, das sagt das gar nicht so oder es wird verdreht und umgedreht. Also immer dann, wenn so mit so extremen Äußerungen gearbeitet wird oder eben mit Dingen, die sich überhaupt nicht nachprüfen lassen, da sollte man wirklich vorsichtig sein. Dieser Tipp von Pia passt ziemlich gut auf den Tweet, den mir mein Team für diese Aufgabe vorher rausgesucht hat. Der Twitter-User schreibt nämlich, viele haben Angst vor einer zukünftigen Dystopie, aber wir leben schon in einer. Das Regime konnte einfach so Pandemie und Klimakrise erfinden und schafft es, dass Menschen jeden diffamieren, der es durchschaut. Wir werden überwacht, besteuert, reguliert und belogen. Rund um die Uhr. Okay, die Person behauptet also, sowohl die Corona-Pandemie als auch die Klimakrise seien komplett erfunden. Ich weiß natürlich, dass das nicht stimmt. Ich habe zum Beispiel immer noch die Bilder der komplett überlasteten Krankenhäuser im Kopf. Ich kenne auch genug Menschen, inklusive mir, die tatsächlich an Corona erkrankt sind. Aber wie beweise ich das jemandem, der das nicht glaubt? Ich gucke jetzt einfach mal nach Belegen.
Und es hat tatsächlich nur wenige Minuten gedauert. Da bin ich auf Seiten gekommen, die definitiv zeigen, es gibt repräsentative Studien, die die Corona-Pandemie und die Klimakrise belegen. Das Problem ist allerdings, Menschen, die Verschwörungserzählungen glauben und befürchten, dass die Regierung uns belügt, die glauben natürlich auch nicht offiziellen Stellen wie dem Robert-Koch-Institut. Das ist eine total verzwickte Situation. Ich glaube, ich brauche noch mal einen Rat von Pia. Wie würde sie an so einen Tweet rangehen? Gut ist, wenn man sich erstmal die Wörter auch anschaut, die in so einem Tweet benutzt werden. Regime steht ja jetzt nicht für eine demokratische Gesellschaft, sondern die Person meint damit ja was. Dass es eigentlich eine Diktatur sei, dass Menschen unterdrückt würden. Und das ist ja jetzt nicht mehr eine normale gesellschaftliche Kritik, sondern da wird ja wirklich auch mit angstmachenden Bildern gearbeitet. Und ich glaube, wenn man schon mal so ein Gefühl für diese Wörter hat, dann kann man das schon mal einfacher gegenchecken. Leben wir wirklich in einer Diktatur? Was sind denn die Anzeichen für eine Diktatur? Und ich vermute, man kommt dann eher zu dem Schluss, dass das nicht so ist. Man kann versuchen, nochmal auf einer abstrakten Ebene die Aussage zu reflektieren. Beispielsweise, wenn jemand glaubt, Corona sei eine riesige Verschwörung gewesen, dann zu fragen, naja, wie soll das denn abgelaufen sein? Was glaubst du, wie haben die sich denn überhaupt abgesprochen? Da sind so viele Leute involviert gewesen, wie ist das denn passiert? Und da merkt man dann ganz schnell zumindest, dass es logisch nicht funktioniert. Pias Tipp ist es also, diese Aussage mal in ihre Bestandteile aufzudröseln und ganz abstrakt an die Sache ranzugehen. Wie kann so eine Verschwörung realistisch abgelaufen sein? Welche logischen Schritte hätten passieren müssen? Und wie viele Menschen müssten involviert sein, damit sowas möglich ist? Müssten sich da nicht ein paar Leute verplappern? Es ist aber natürlich auch leichter gesagt als getan, nüchtern und rational an so eine Diskussion ranzugehen. Da sind dann ja auch oft starke Emotionen im Spiel, gerade wenn es um das eigene Umfeld geht. Pia hat mir deswegen in unserem Gespräch nochmal ein paar konkrete Tipps mitgegeben. Wenn man mit Menschen spricht, die Verschwörungstheorien verbreiten, ist es immer gut, mal eine Art Bestandsaufnahme zu machen. Wie stark ideologisch ist mein Gegenüber? Kommt dein Onkel zum Beispiel zu jeder Familienfeier mit einer neuen Verschwörungstheorie und ist schon richtig tief drin? Oder hat er nur letztens was falsch aufgeschnappt? Bei letzterem kann es sich lohnen, mit ihm in eine Faktendiskussion zu gehen. Ist das ein festes Weltbild, kommt man in der Regel mit einer faktenbasierten Diskussion nicht weiter. Frag dich also, was willst du erreichen? Geht es dir um das Thema, das dir am Herzen liegt, oder willst du andere Familienmitglieder davor schützen, reingezogen zu werden? Wenn dir das klar ist, kannst du besser handeln. Such dir Verbündete. Vielleicht können dich deine Schwester oder dein Vater bei der Argumentation unterstützen. Wenn du genervt bist oder nicht mehr weiter weißt, liegt die Last nicht alleine auf deinen Schultern. Akzeptiere, dass Menschen Zeit brauchen, ihr Weltbild zu verändern und du sie nicht nach einer Diskussion umstimmen kannst, auch wenn das wahrscheinlich dein Wunsch ist. Pia hat mir erzählt, dass Beziehungen oft deswegen zerbrechen, weil man zu schnell eine Entwicklung erwartet. Setze deine eigenen Grenzen. Solche Diskussionen können mega kräftezehrend sein, deswegen musst du dich auch selbst schützen. Manchmal hilft es dann auch einfach zu sagen, okay, heute diskutieren wir nicht über diese Themen. Was du stattdessen machen kannst, ist, dich einmal ganz klar dagegen zu positionieren. Also einmal konkret sagen, das sehe ich nicht so. Und aus meiner Sicht gibt es auch keine Fakten, die das belegen. Damit beginnst du keine Diskussion und trotzdem hast du deinem Gegenüber deutlich gemacht, dass du das anders siehst. Je enger die Beziehung ist, desto leichter ist es, eine Veränderung zu bewirken. Spar dir deine Kraft für Diskussionen mit Menschen, die dir wirklich nahestehen. Du wirst wahrscheinlich nicht jeden in deinem Umfeld überzeugen können. Ich bin super froh, dass Pia mir heute ein paar Werkzeuge an die Hand geben konnte, wie ich Verschwörungstheorien besser erkennen und mich und mein Umfeld bis zu einem gewissen Grad davor schützen kann. Denn Pia hat ja ganz deutlich gesagt, Verschwörungstheorien sind gefährlich und bedrohen am Ende sogar unsere Demokratie. Deswegen liegt es auch an uns als Gesellschaft, sich entschieden dagegen zu stellen. Noch gefährlicher wird es, wenn Menschen Verschwörungstheorien verbreiten, die mal wichtige Ämter inne hatten, so wie Hans-Georg Maaßen. Unsere Reporter haben sich gefragt, war Hans-Georg Maaßen, der 6,5 Jahre den deutschen Inlandsgeheimdienst geführt hat, damals schon von rechtsradikalen Einstellungen und Verschwörungstheorien beeinflusst? Im Film Der Fall Maaßen zwischen Geheimdienst und Verschwörung recherchieren sie auf verschiedenen sozialen Plattformen und in Gesprächen mit politischen GegnerInnen, WeggefährtInnen und ExpertInnen.